So, dann setze ich jetzt wieder den Cut für Pokémon. Juhu. Da war gerade der Stream weg und er war Disconnect war zu lang, dementsprechend darf ich jetzt gucken. Ich habe nur 8 Minuten oder so gespielt, bis der Disconnect war. Na klasse. Gut, natürlich habe ich jetzt eine Sache, die ich offline gesehen hatte, blöderweise gezeigt und jetzt habe ich die Sachen schon dazu gelöscht. Dementsprechend gehen wir mal ganz kurz auf die Desktop-Szene. Eine Cam, okay, Moment. So, ich gehe mal Vollbild und wo ist denn das? Hab ich das vergessen gleich. Nee, da war ich kurz beim Entwickeln. Genau, ich habe Dick dazu Dictree entwickelt. So. Und Kurzfassung, ich habe einen Auftrag angenommen, der Pseudo-Story ist. So. Ich lese einfach mal schnell vor, während das nebenbei läuft. Ich finde es schön, jetzt sieht man mich doppelt. Gut. Ich bin's Militar, es betrettet mich. Die Belohnung ist ein Geheimnis. Ja. Den habe ich spontan gesehen und ich wollte nicht da irgendwie. Ja, der wäre wahrscheinlich auch noch da hängen geblieben über die nächsten Missionen und Aufträge und so weiter, aber ich hatte keinen Bock, dass der Auftrag irgendwie ganz verschwindet. Und liest den Brief, der offenbar vom Militar stammt. Das Ding weggemacht, ja. Ich bin Militalis. In den Dungeon hineinzukommen war kein Problem. Warum ist das Video? Warum passiert das Video? Weiter. Aber hier ist es einfach furchtbar. Der Dungeon ist unglaublich schwer. Rettern hat es gleich am Anfang erwischt. Ich könnte echt heulen. Wer immer das liest, bitte hilf mir. Ich bin in der Wunschhöhle. Belohnung ist geheim. Belohnung ist geheim, aber sie ist der absolute Oberhammer. So viel ist sicher. Laut dem Manitas offenbar in Schwierigkeiten geraten ist. Die Wunschhöhle steht jetzt offen für Erkundung. Steht zur Erkundung offen. Oh Gott. Es ist sehr schwer, das nochmal nachzulesen. Jetzt, gut, egal. Passt schon. Jetzt habe ich das getan, was ich gerade gemacht habe in den letzten paar Minuten. In Schnellfassung. Elgato Capture. So. Gut, und dann habe ich quasi mit Rettang angefangen zu reden. Und dann. Soll ich meinen. Nee, doch, ist okay. Meine Cam wirkt irgendwie klein. Dann war der Stream weg und dann war ich ein bisschen mad. So. Oh nein. Militalis hat's erwischt. Was soll. Im Essen am Anfang ist es irgendwie schwer. Soll ich nur tun? Wenn ich versuche, ihr zu helfen, dann geht es mir genauso. Oh nein, oh nein. Okay. Gut. So viel zum Thema, was ich gerade gemacht habe, bevor der Stream weg war. Weil ich keinen Bock habe, jetzt zusammenzuschneiden, habe ich es mal so gemacht. Ich dürfte die Höhle noch nicht aufgedeckt haben. Ich glaube, danach habe ich keinen Auftrag mehr gemacht. Oder keine Erkundung. Ich bin ein bisschen im Level gestiegen. Ich habe die Intensivtickets benutzt. Habe ein paar neue Pokémon bekommen. Habe halt Dicta bekommen, was ich gerade zum Dictree gemacht hatte. Die Beldra, Nidoking. Noch irgendwas. Ich hätte noch Magnetilo bekommen mit Level 44. Dass ich jetzt Magneton machen können. Was ich dann wiederum fast hätte zu Magneson machen können. Was halt 8 Level über meinem jetzigen Magneson wäre. Aber das Spiel hat sich so gedacht, wir trollen Oni. Ich habe gelesen, ich hätte jetzt Namen vergeben können, habe dann halt Nein gedrückt, aber ich habe ihn halt dann weggeschickt. Er hat zumindest 1000 Geld gegeben oder so. Also 1000 Poké oder sowas in den Dreh. Naja, shit happens. Dann habe ich noch ein bisschen Tierlisten angeguckt, also Austoss, Altaria und. Ja. Da war es noch. Beboar sind halt so S-Tier irgendwie anscheinend, laut Game 8 oder so. Und Knogger scheint wohl auch noch ein gutes S-Tier zu sein. Austausch scheint nach einer anderen Liste ein S-Plus zu sein. Aber okay. Da gucke ich dann zum Ende hin nochmal rein, ob ich da mir die Mühe mache, mir ein Top-Tier quasi heranzuzüchten. Ich hätte zumindest einen Dragosso schon mal gehabt. Aber naja. Weiß ich gerade, wieso sind da. Ich hasse es. Habe ich die Wunde hier wieder offen und. Jetzt sind da überall Fäden. Sonst ist er nicht drin, weil er dann in der offenen Wunde. Und es tut weh. Ah, scheiße. Ja, so viel dazu. Ich weiß, man sollte in so einem Spiel vielleicht nicht auf Tierlisten gehen, aber. Ja, komm, bevor ich jetzt irgendwie unnötigerweise in Sumpex bis Level 80 oder so hochlevel nach und nach, wobei es echt utopisch wäre, da kann ich besser gucken, welches Pokémon sich wirklich lohnt. Knogger's Vorteil ist halt, sein Bodentyp irgendwie. Und seine
Fähigkeiten, die er haben kann. Oder sein Geheimtalent, was er bekommen könnte. Aber naja. So, also ich habe kein Geld mehr mit. Genau, mein Inventar habe ich auch schon fertig gemacht. Jetzt kann ich eigentlich direkt wirklich anfangen mit irgendwas. Juhu. Ist die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe ja mehrere Optionen jetzt, die ich jetzt angehen kann. Die Wunschhöhle. Der Wunsch, der Dungeon der Wunschhöhle kann nun erkundet werden. Die Wunschhöhle. Jetzt bin ich verwirrt. War der komische Turm nicht? Startlevel, verlassene Insel, was? U13. Startlevel, achso, ach, deswegen einfach keine Begrenzung, okay. Dann gab es doch drei von den Dingern. Wunschhöhle klingt nach Hierarchie eigentlich. Freudenturm. Sagt mir rein gar nichts jetzt. Und dann gab es halt hier. Wo ist das Ding jetzt? Den Rheinwald noch. Das wären so ungefähr die Dinger gewesen, die mir jetzt eingefallen sind, die Level 5 starten. Also Feuerfeld, habe ich noch einen Auftrag? Okay, Stillklamm habe ich auch einen Auftrag. So, Freudenturm. Pokémon treten bei, nicht verblickbar, mit drei Leuten darf ich rein. Keine keine Items erlaubt. Ich glaube, das ist das. Das könnte der härteste Dungeon sein, ohne Items reinzugehen. Oha. Verlassene Insel U13, ja gut, das ist ein normales Ding. Diese ganzen Dungeons hier sind. Bin ich eigentlich blöd? Ich bin blöd. Ah. Ich dachte. Nee, oder doch? Nee, halt. Ich bin nicht blöd. Ich habe nichts gesagt. Ich war in der Südhöhle. Moment. Wobei. Doch, heute Morgen. Ich war in der Südhöhle. Da habe ich zwei Aufträge gemacht. Bis Ebene 20. Ich wollte mich gerade sagen, weil ich. Ach, gerade, hä? Solarhöhle, U20. Warum habe ich noch auf der letzten Ebene quasi den Dungeon verlassen, ohne das Ende anzugucken? Okay, nee, dann passt es ja doch noch. Ja, Rheinwald. Level 5, einer maximal. Hahaha, okay, der Rheinwald ist. Okay, der Rheinwald könnte jetzt doch nochmal ein Ticken härter sein. Startlevel 5, ein Mitglied nur. Gegner bei. Aber keine Items. So. Der Freudenturm, da dürfen zumindest drei Leute rein. Und ohne Items. Und dann gibt es halt jetzt die Wunschhöhle. Da dürfen drei rein mit Items. Aber auch Level 5. Okay, das sind die drei Meister-Dungeons, glaube ich. Ja, das könnte schwer werden. Das spare ich mir zum Ende auf, weil da muss ich wahrscheinlich mit Taktik und Logik reingehen. Tiefenruine, wie gesagt, das könnte man machen. Man will nicht mehr machen, oder? Oder machen wir jetzt erstmal das mit Hoho zu Ende, mit Blitzfeld und so weiter. Der Silbergraben, da will ich halt Magnezone eigentlich für haben. Wird auch wahrscheinlich so durchkommen, aber Magnezone, da würde ich mich schon gut mitfühlen. Mit drei Magnezone umso mehr. Ist ein bisschen langweilig, aber alle schocken die Räume dann quasi durch. Ja, diese ganzen Dungeons, die hier aufgeploppt sind im Postgame, das sind alles Dungeons, die man durch das Kaufen von Camps bekommen hat. Die sind also nicht Postgame-Story relevant. Die sind einfach nur zum Pokémon bekommen und zum Erkunden da. Die waren damals, glaube ich, für Items gedacht auch. Für spezielle Entwicklungs-Items, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, sonst haben wir noch die Magma-Höhle und den Himmelsturm. Wäre natürlich jetzt geil, im Blitzfeld Growler mitzunehmen, aber ich glaube, Sumpack sollte da auch reichen. Dann, ja. Auf ins. Das ist, glaube ich, keine gute Idee mit der Kyogre. Die Frage ist jetzt, Elektro. Sumpex ist immun. Eigentlich kann ich da mit dem Team rein. Sumpex ist mittlerweile irgendwie 4 Level höher als beim letzten Mal gestern. Ich glaube, ich 2-3 Level gemacht beim Makuta Dojo und 1 beim Mission machen. Und ich muss den Zaun für mich leiser machen. Irgendwie, ich will fast schon drüber. Ja. Una ist, glaube ich, ein Level gestiegen und Unisha ist ein Level gestiegen. Ja, passt schon so. Aufbrechen. Aua. Links hat mich gezwickt. Oh nein, ich glaube, der Dungeon von Ho-Oh am Ende
der Questreihe, der wird auch sehr, sehr hoch sein. Von den Ebenen her. Das Ding schwebt zwar, aber es hat keine Schwebe, oder? Nein. Ha! Wait, what? Das Ding überlebt Erdkräfte? Oh mein Gott. Zumindest bin ich mit Erdkräfte hier sehr gut gerüstet. Ach, Mann. Okay. Ich muss nur kurz eben Lurok wieder untersagen, dass er das machen darf. Weil irgendwie, das kann er machen, wenn seine anderen Angriffe leer sind. Aber nicht, wenn er. Er soll halt nicht, wenn ich in den Raum reinkomme, direkt irgendwie alles durchspammen. Die normalen Angriffe reichen da deutlich aus. Sicher ich zumindest. So. Und so eine Fähigkeit, mit der man irgendwie immer trifft. Wäre schon ganz geil eigentlich. Merke gerade schon wieder. Es ist wieder Frühling. Meine Lippe ist wieder kaputt. Verdammt. Ist so weh. Meine Lippe tut weh. Meine Hand tut weh. Was tut man nicht gerade nicht weh? Ist es echt so ein bisschen bescheiden. Naja. Ja, ich war auch überlegen, ob ich heute Abend überhaupt was mache, weil. Weiß nicht, irgendwie. Ich habe die letzten Tage, ja, den zweiten, den vierten, den fünften, ja, die letzten Tage habe ich relativ viel gemacht. Und nochmal relativ viel lang. Da hatte ich so spontan gedacht, ob ich nicht eventuell dann doch mal einen Abend was anderes spiele oder gar nicht streame und halt nur aufnehme. Aber irgendwie, nee. Ich überlege mich gerade, ob ich jetzt heute durchmache. Ich habe zwar jetzt, ja, nicht mehr geschlafen als sonst. Aber da ich jetzt meistens bis 12 wach bin, würde sich das ganz gut ergeben. Oder halt zumindest bis 16 Uhr wach bleiben und um 12 aufstehen. Dann bin ich halt auf einem sehr frühen Frührhythmus. Dann kann ich halt quasi direkt um 2 Uhr nachts noch anfangen zu streamen. Halb bis 8 Uhr morgens oder so. Und dann, wenn hier alles langsam aufsteht, kann ich schön. Kannst du nicht einfach, Gott verdammt nochmal, Dingens einsetzen, den Eisstrahl auf Distanz? Ich möchte. Es wäre so geil, wenn man hier einfach ein paar Optionen mehr hätte. Ich greife nur mit Raumangriffen an, wenn mindestens zwei Gegner da sind. Oder sowas in Art. Wäre ganz angenehm. Ich meine, Logok wirft eine Eisennadel. Warum wirft er nicht auch absolut gleich eine mit? Wenn sie eh schon werfen, können sie auch eh alle werfen. Aber, naja. Oh, das ist. Man sieht es von Weitem, die rote Fläche. Ist nicht schön. Ich hab den Verband aber gerade erst abgemacht. Merke auch gerade. Nutzt schon wieder Kraftschub nicht. Weil ich für die zweite Hälfte auf. Habe ich eh nur 17 Mal. Ist das. Es macht fast mehr Schaden als der Rest. Das sind nur Eisendörner. Dornen. Oh Gott. Was habe ich mal mit Dörnen? Das war nicht gewollt. Ich wollte das zweite Magnetilo nicht aufwecken. Ah, apropos Magnetilo. Hier ist ein Magnetilo. Ah. Ist die Frage, welche Magnetilo sind stärker? Die hier auf der Ebene? Oder die hier in dem anderen Dingens? Also die hier sollten wahrscheinlich stärker sein. Werden Items immer richtig geworfen? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, hier gibt's Pikachu. Was ist das? Was ist das? Wie? Den Pikachu brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wobei, das Blitzfeld ist eigentlich ganz geil, um sich für den Silbergraben vorzubereiten. Elektro-Pokémon. Du wirst. Doch, du stirbst. Mit einem Angriff. Oh, ein Level-Up für wen? Ah, noch nicht geschafft. Level 47. Guck, mein Level ist gestiegen, ja. Ich würde mal gerne jetzt ein Magnetilo irgendwie beitreten lassen wollen. Irgendwie voll dufte. Oh, fuck my life. Erdkräfte. I'm gonna fuck you all up.
Die überleben das alle? Oh, fuck, Alter. Jetzt wäre Knogger umso geiler. Ich hab Magnetflug eingesetzt. Oh, du Penner. Haha, die setzt einen Ladungsstoß ein. Luna, überleb das bitte. Nur eine KP-Knappheit. Ja, setz eine Siedelbeere ein, bevor du drauf gehst. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe doch eingesetzt. Ja. Ist mir egal, ich bin Bodentyp. Du, oh Mann. Logok, den wollte ich doch killen. Zack. Halt. Okay. Das ist aber ein kleiner Monsterraum. Ich finde gerade diese Funktion mit dem Schwanzschlag irgendwie voll geil. In solchen Monsterräumen echt praktisch. Einen Zug verschwenden und dafür halt sehen, wo welche Fallen sind. Ich meine, ich wusste, dass das funktioniert, aber ich habe es selten benutzt. Weil, da denke ich nicht dran. Aber man sollte das doch eventuell zu Herzen nehmen, dass man diesen Angriff hat. Komm, wo ist das Ding? Und du kriegst einen Eisstrahl. Tut schon wieder so weh. Aber ich kann das Ding auch nicht die ganze Zeit abgedeckt lassen. Oh, fuck mal, Alter. Nein. Ja gut, ich, gegen Elektroangriff bin ich halt gewappnet, also da könnt ihr mir nichts. Also für diesen Dungeon bin ich froh, dass ich Sumpex habe. Der Dungeon ohne Sumpex wäre echt nervig. Warum geht er jetzt nach da oben und nicht nach da unten? Ich meine, er ist jetzt richtig gelaufen zur Treppe, aber trotzdem, irgendwie. Ja, Ladungsstoß. Das ist ein Eisstrahl. Und Spukball hinterher. Eisstrahl. Achso, Logok hat keine Dingens mehr. Okay. Ja gut, Logok, dann darfst du jetzt auch Dingens einsetzen. Hitzewelle. Ich will nicht, dass er Hitzewelle so früh mal einsetzt. In den ersten Ebenen. Für die Verschwendung. Wow. Aber hey, er ist nicht aufgewacht. Aber Logo ist echt, ja, doch, echt extrem schwach hier bisher im Dungeon. Papsam, mhm. Au. Äpfel? Da. Hier sind die Items hier ganz hinten. Jo, Röstal, das Pikachu direkt. Nichts gegen. Ich sehe auch gerade. Ah, ich habe ja eigentlich den viel schwächeren Angriff jetzt gerade, weil ich die EP-Bänder trage. Alle paar Schritte halt irgendwie. Ein paar EP ist ganz nett eigentlich. Ist eigentlich ganz nett, die Fähigkeit. Diese ganzen 99er Dungeons. Die, ich weiß nicht, so 30 Ebenen im Dungeon sind noch okay im Stream. So diese 99 Ebenen-Dinger, die finde ich extrem hart eigentlich. Ich glaube, so 50 ist eigentlich die obere Grenze, die ich im Stream als ertragbar finden würde. Vor allem am Stück halt. Ich habe das als Kind nicht gemacht. Habe ich eine Einladung dabei? Ich glaube nicht, oder? Was ist das? Mhm, bekomme rätselhaften Haus, Einladung. Ich habe keine Einladung mitgenommen. Scheiße. Es wäre jetzt so schön gewesen, wenn jetzt hier wieder ein Magnesaun oder so drin gewesen wäre. Unwahrscheinlich, aber wäre geil. Nutzt du gerade Wurfstacheln aus Eisen gegen einen Kaktus? Wow. Aber was macht das Ding hier?
Nein, wir kämpfen nicht mit dem Ding. Wobei, eigentlich doch, warum fight ich denn schlafende Pokémon nicht? Die geben hier extrem gute EP. Und dafür, dass sie so viel gute EP geben eigentlich. Ha, 180 EP halt. Oh, Magneton, diese Ebene findet sich ein kampffähiges Pokémon. Ja, das will ich haben. Okay, Magneton will ich haben. Könnte zwar vielleicht schwer werden, den hier mit durch den Dungeon zu ziehen, aber ansonsten. Er überlebt einen so einen Angriff. Wow, das ist gerade. Das gerade geht über die Wände ja nicht. Das kostet EP dann sogar. Ekelhaft. So. Das ist ein Eisstrahl. Oh, ist eine Verteidigung mal höher. Erdkräfte. Der Blitzer. Zack. Ah, jetzt krieg ich so ein Ding. Der Tod. Bis. Der Eisstrahl ist leer. Scheiße. Okay. Könntest du, wenn ich den Angriff einsetze, auch direkt mal mit dem Pokémon hindrehen? Das wäre extrem geil. Danke. Treppe. Treppe echt mal vor dem verletzten Pokémon, finde das auch interessant. Erdkräfte. So. Schlafer Hunger. Gib den Apfel. Kampf. Level, bitte sei Level 40 plus. Ja, gerührt. 47. Okay, ist nochmal 3 Level höher als das andere Magnetilo, was ich hatte. Ich bin zufrieden. Talent halbieren. Ja. Möchtest du gemeinsam mit Magneton das Abenteuer fortsetzen? Ja. Was ist Talent halbieren? Stimmt nicht. In der ersten Generation gab es sehr viele bescheuerte Pokémon. Magneton, was aus 3 Magnetilo besteht, Dicktrio, was aus 3 Dickta besteht, Dodo, was 2 Köpfe hat und Dodotri, was 3 Köpfe hat. Damit beschwere ich mich teilweise über die neuen Pokémon, die zwar auch scheiße sind, aber die irgendwie kreativer sind. Aber okay. Früher war halt alles besser. Boost. Nicht alles. Vieles, aber nicht alles. Werfen. Hast du gerade über die Wand werfen wollen? Wow. Weil diese neue Nachricht im Chat geht mir gerade auf und sagt, warum wird die jetzt neu angezeigt? Ich will aktualisieren. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit den Bot-Text zu lesen. Zack. Ach, okay, weil es zweimal die gleiche Nachricht ist jetzt. Ah, okay. Deswegen ist die runterlegt. Ah. Ich glaube, ich muss ein paar AP nutzen. Sammelfalle, oh hi. Erdkräfte, tschüss. Ach, come on. Wenn die Attacke bei einem Pokémon trifft, warum trifft die dann nicht automatisch auch beim nächsten Pokémon, was man findet? Irgendwie wäre das eigentlich voll richtig so. Kann ja nicht bei dem einen treffen, bei dem anderen nicht, wenn es die gleiche Attacke ist. In der gleichen Runde. Doch, kann schon, aber lass mich in der Hoffnung. Ah, das ist mein, also das ist meins. Den Kreis auf dem Boden nicht gesehen. Kaskade. So, ich muss mit den Eisennadeln aufpassen. Die habe ich nicht mehr so oft. Dementsprechend Top-Ether. Eisstrahl. Erstmal auffüllen. Let's get closer. Und Logok, bitte erstmal Funkenflug. Und Top-Ether bei Luna. Spukball. So, sollte erstmal reichen. Hitzewelle brauche ich jetzt erstmal gerade nicht. Macht eh nicht viel Schaden auf dem Dungeon hier. In dem Dungeon. Außerdem gegen noch Tuska ist es auch ganz geil, wenn er das castet.
Ich liebe es, wenn ich solche Kampfschalter finde und dann halt erstmal voll die Treppe daneben steht. Hallo? Könntest du bitte treffen? Danke. Du bist ein Stachel. Also. Au. Das hat weh. Das hat sehr doll weh. Und die Kaskade. Und das Kabel. Kaskade. Oh, Elegant möchte sich anfreunden. Ja, komm mit. Keine Ahnung. Kann ich zwar jetzt nicht gebrauchen, auch wenn Electek vielleicht ganz cool ist, aber Elevoltek wird es nicht geben. Von daher. Oh, ich habe noch einen Magenpunkt. Kampfiges Pokémon. Ein Fritzelblitz. Ja, nö. Brauche ich nicht. Aha. Mann, habt ihr schön gerade das Elekett da umgebracht. Fühlt euch jetzt toll. Au. Okay, der hat einen kompletten Move für die ganze Runde. Das ist blöd. Das ist nicht cool. So, ansprechen. Starverhunger. Nein. Aber jetzt laufe ich nämlich weiter. Oh, Amrena wäre es ganz praktisch hier zu haben. Nun an eine Krepierknappheit bemerkt. Item nicht verwenden. Jetzt gerade nicht. Die Erdkräfte. Ball. Das gerade. Kannst dein HP auffüllen durchs Laufen. Hinter mir solltest du eigentlich sicher sein. Normalerweise. Pio-Massapacker. So, dann kann ich nämlich einmal Ether auf Erdkräfte anwenden. Zack. Und das Geld ging wieder. Und ein Apfel. Ja. Weitergehen ohne zu helfen. Ja, natürlich möchte ich weitergehen ohne zu helfen. Sehe ich aus wie die Wohlfahrt oder was? Der nächste Dungeon könnte interessant werden. Also, ja, wenn man Pokémon halt kennt, dann weiß man, dass jetzt nach dem Blitzfeld das nächste Feld dann dementsprechend ja dann Suicune sein wird. Und da fällt mir gerade so ein, Suicune ist doch ein Eistyp, oder nicht? Hallo, ich. Guck den da hinten an. So. Warum nicht gleich so? Okay, man levelt natürlich seine Attacken nicht, wenn man Items wirft. Das kann man als Nachteil ansehen, eventuell. Attacken nicht gelevelt werden. Ach, Attacken nutzt man ihn auch oft genug. In den meisten Fällen. Ah, vielleicht mache ich aber heute auch noch einen kurzen Stream. Mal gucken. Wüsste nicht, wo ich sonst drauf Lust hätte. Ampharos. Habe ich schon. Nehme dich trotzdem mit, weil ich dich dann für Geld eintauschen kann. Und wer Level up? Luna. Ja, mein Level ist gestiegen. Jetzt bin ich noch stärker als zuvor. Eisstrahl. Ach stimmt, Luna hatte Tiefschlag irgendwann erlernt. Heute Morgen, glaube ich. Falls das noch nicht aufgefallen ist. Halt! So. Was haben wir denn jetzt? Noch ein EP-Band gefunden. Aha. Was haben wir jetzt hier dabei, was ich nicht brauche? Den Chaos. Ne, den Wabsam eventuell ablegen. Dafür die Siegelbeere mitnehmen. So, weitergehen. Ein Lampi.
Heilt er sich nicht bei Elektroangriffen? Glaube. Wäre bei Raikou jetzt nicht so die schlechteste Wahl dementsprechend. Apropos, Moment, Raikou. Habe ich eigentlich irgendwie. Ich habe einen Umzingelzweig mit KP-Tauschzweig, was? Aufstelle die KP des Pokémon und Blick, mit denen es anwendest. Besonders bei dieser niedrigen KP. Wie funktioniert das bei. Das wäre interessant, wie das bei Bosskämpfen wirkt. Weil die haben ja eigentlich sehr viel mehr AP in den meisten Fällen. Kann ich ihnen meine HP-Tausch anbieten? Wahrscheinlich nicht, das wird zu viel schlagen einfach. Erkenntnissamen. Oh, sowas gibt's auch. Okay, das will ich mitnehmen. Das will ich mitnehmen. Tauschen durch einen Apfel. Naja. So, Erkenntnissamen, mhm. Und dann essen wir den Apfel einfach mal. Glück. Irgendwas packt jetzt die hübsche Box weg. Protein. Angriff erhöhen. Den machen wir bei dir. Zack. Kann man eigentlich irgendwie das Wesen seines Pokémons ändern, sodass man quasi sagt, ich möchte mehr Angriff haben statt eigentlich Spezialangriff. Leck mich. Ja, für so ein kampffähiges Pokémon. Ja, mir egal. Ja, weitergehen. Jetzt waren da nochmal kampfunfähig. Oh, oh, ein Rihornior. Das haben sie echt eingebaut. Also haben sie doch die Weiterentwicklung der ganzen Gen 1 bis 3 Pokémon eingebaut. Ein Rihornior, Bodentyp. Den will ich haben. Den will ich haben. Macht nicht gerade viel Schaden bei Opius. Ich will dich doch mitnehmen. Habe ich? Kann ich habe für dich wahrscheinlich kein Dingens, oder? Ich habe keinen Ritterkampf für dich, oder? Doch, habe ich. Savanne, cool. Naja, mitnehmen. Level 49, woho. Talent Wunderheilung. Mhm. Blitzerfeld. Und direkt. Denken das jetzt 81. Luna hat eine extrem geringe Initiative ohne sein Band. Dann kriegst du das jetzt definitiv. Dann gibt das Band aber deutlich mehr als ich dachte. 12 bis 15 dann sogar. Au, 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 au. Wieso muss das so wehtun? Ist da nicht so doll weh, als noch die Haut drüber war. Aber okay, irgendwie verständlich. Also was habe ich? Allstrahl. Nur 96 Damage dafür, dass du eigentlich doppelt effektiv anfällig dafür bist. Oh, okay. Du kriegst jetzt auch nur eine Kaskade ab. Komm. Das Auslaufen ist manchmal sehr merkwürdig. Was zum Teufel war das? Wie ist jetzt das Elektroball gestorben? Ich hinterfrage es einfach gar nicht. Erdkräfte. Eisstrahl. Weitergehen. Lalala, lalala. Außerdem ist, glaube ich, Flo heute auch gar nicht da. Der war zumindest gerade offline in Discord. Dann macht es vielleicht nicht ganz viel Sinn, wenn ich jetzt. Dich will ich loswerden. Yep. Macht es vielleicht nicht ganz so Klimawandel. Für seinen Träger herrscht immer nur die Wetterlage klar. Situationsbedingt gut. Situationsbedingt aber auch nur. Dafür lasse ich den Chaos-Samen fallen. Und die kann ich essen lassen von. Ja, hier. Kann ich noch Angriff überhaupt? Info. Ah, viermal Funkflug noch, okay. Vielleicht mache ich heute auch nur den einen Dungeon. Oder zwei. Vielleicht mache ich jetzt den Dungeon und noch den danach. Das sind beides 30 Ebenen.
Naja, mal gucken. Eisstrahl auf Rufius. Wieso macht der... Wie kann es sein, dass in einem Spiel, was von Werten abhängig ist, der gleiche Angriff... Was für ein Item? Eisennadel? Nein, Sichtsamen. Okay. Kann es halt sein, dass der Angriff beim gleichen gegnerischen Pokémon ohne jegliche Buffs und Debuffs unterschiedliche Damage-Werte hat. Oh, Roserade gibt es auch in dem Spiel. Interessant. Wäre vielleicht eine Option als Pflanzen-Pokémon für den ganz so. Ich glaube, eins kann ich noch erwischen, oder? 1, 6, 7, ja. Und Roserade, die habe ich doch wahrscheinlich im Wald nicht, oder? Die Ebene oder sowas. Kann ich doch wahrscheinlich nicht rekrutieren, oder? Also rekrutieren kann ich die sowieso, aber... Ja, Prachtebene. Schade. Und man bekommt jetzt, glaube ich, im Spiel nicht mehr den Knuddeluff-Orb in Dungeons dahergeworfen. Jetzt muss man halt die Dinger kaufen, wenn man gerade die Chance dazu hat. Wie gesagt, das gleiche Pokémon mit den gleichen Werten und der gleiche Angriff, aber trotzdem unterschiedliche Damage-Zahlen. Das ist halt irgendwie... Bei einem Spiel, was von Werten abhängig ist, jetzt sehr interessant. Das war halt kein Crit-Treffer. Weil dafür waren die Werte halt nur um einen halt unterschiedlich. Ach, Voltense gibt es jetzt auch hier, okay. Meteorologe. Fernkampfangriff. Aha. In AP-Schwundfalle. Na klasse. Hab ich auch keine anderen Sorgen. Und vor allem Flammenwurf macht doppelten Schaden. Nur ich mache eigentlich vierfachen Schaden bei seinen Schwächen. Interessant. Wow, come on. Das Ding schläft. Wie kann das daneben gehen? Ah, Level 50. Yay, nicht schlecht, mein Level ist gestiegen. Uhu. Wieso verreckt ihr gerade gegen ein Magneton? So stark ist das Ding jetzt nicht. Halt, 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 halt. Leute, Rückzug, trinken. Hier, mach jetzt eine Welle. Jetzt kannst du jetzt eine Welle rausspammen. Von mir aus. Ein Elekit. Nein, danke. Reitschuh. Altkräfte. So. Elekit, starker Hunger. Okay, und jetzt tschüss. Lichtsam. Auch nur ein Monsterraum bisher. Wer oder was kämpft gerade wo und warum? Warum kämpft der hinten irgendwo? Ohne Grund. Ne, komm, einen Apfel will ich jetzt nicht mehr verschwenden. Ah, jetzt müssen wir bekommen. So, Eisstrahl. Gut, Loga bekommt einen Step-Bonus. Opius. Ja, komm. Dich kann ich zumindest rekrutieren. Aufschwatzen. Dann würde ich jetzt einfach mal Roserade wegschicken, weil die kann ich eh nicht erhalten. Weil du jetzt auch fast tot sein solltest nach dem letzten Kampf. Ich hätte gerne Roserade gehabt, aber naja. Wenn ich sie jetzt eh nicht mitnehmen kann und halten kann, dann macht das nicht so viel Sinn. Das ist Kaskade, komm. Lässt du mal bitte meinen Magneton am Leben? Das möchte ich halten. Wieso verfehle ich alles? Oh, tropischer Blättersturm, das ist eine Pflanzenattacke auf alle Dinger. Opius könnte extrem praktisch sein mit Magnesorn zusammen im Graben. Dazu dann Luna noch irgendwie? Das wäre eine Option. Kritisch. Zumindest vom Moveset her. Aber das Pflanze wirklich gegen Wasser effektiv? Kommt mir immer so schwach vor. Müsste effektiv sein.
Wow. So. Ich weiß. Soll ich noch ein zweites Magneton bekommen, dann bin ich glücklich. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber okay. Und deswegen habe ich Hitzewelle nicht aktiviert. Dann mach es einfach aus noch so. Ach stimmt, Ampharos hat ja auch den Elektromove. Ampharos kann ich mitnehmen. Ampharos, Magneson. Und halt noch irgendwas anderes. Tropius. Ich hätte sogar jetzt ein Pflanzen-Elektro-Team vollständig für den Graben. Leveltechnisch kann das aber eventuell beim Boss sein. Ah, beim Boss, genau, der Boss. Da macht Tropius wenig Sinn. Wobei, nee, macht doch eigentlich. Pflanzen sind, glaube ich, gegen Flugtypen anfällig. Aber dadurch, dass er selber Flugtyp ist, müsste das negiert werden. Gehe ich mal spontan von aus.